Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück zu Final Fantasy 16. Wir wollen uns den nächsten Mutterkristall vornehmen, sind jetzt hier. Lass mich mal zeigen. Nee, das ist besser. Na, beim Felsfalkenschrei, beim Ort Amber und wollen uns da ein bisschen umhören, was hier gerade so in Kriegszeiten los ist, weil die wollen wir gerade ausnutzen, um halt an die Mutterkristalle ranzukommen. Jetzt sollen wir uns erstmal ein wenig umhören, nachdem wir hier anscheinend ein paar kaiserliche Schergen zu sehen bekommen haben. Und mal schauen, was die Leute uns so mitzuteilen haben. Hier ist noch ein Händler? Händler, ja, der hat was Neues. Du bist nicht von hier, oder? Nee. Ich bin ganz, ganz neu, ganz frisch und keiner kennt mich. Du hast aber auch gar nichts. Kobaltquasten. Traditionelle Beschwörungsform für den Kampf, erhöht die Füllrate der Limitrauschleiste. Notenrolle. Heiltrank können wir noch kaufen. Besten Dank. Schadet nichts, was dabei zu haben. So. Eine sehr gute Wahl. Ja, ja, weiß ich. Voll schlau bin ich. So. Entschuldigung. Was war das gerade für ein Aufruhr? Noch nicht gehört? Irgendjemand macht hier Ärger. Angriffe auf die Garnison, Proviant verschwindet. Angeblich wurde auch ein Schwarzschild ermordet. Die Kaiserlichen wollen antworten und was die wollen, kriegen sie auch. Das ist wohl wahr. Haltet die Ohren offen. Wer hilft, diese Verräter zu finden, wird von den Schwarzschilden gut belohnt. Man muss schon dumm wie Stroh sein, um sich mit dem Kaiserreich anzulegen. Das ist mit ihren 100. Gerade eher nicht unsere Motivation so. Wollen wir denn noch jemanden? Da. Du hast sie gesehen, oder? Wen meinst du? Die Schwarzschilde. Bei uns. Hast du sie gesehen? Glaub jedenfalls, das waren welche. Hab ja bis jetzt noch nie welche gesehen. Also war es das erste Mal, dass sie hier waren? Natürlich. Hier sind wir doch am Arsch der Welt. Und die dachten, wir würden hier Verräter verstecken. Na, schön wär's. Die würde ich ausliefern und selbst ein Schwarzschild werden. Okay. Meinst du, also eher so diese Verräter, nach denen sie suchen, könnten wir sein? Schon möglich. Woher hast du die? Finden wir es heraus. Naja, aber ihr habt doch nichts geklaut. Na gut, das könnte auch ein Vorwand sein. Von daher. Hallo, mein Freund. Wir sind fremd hier. Ach nee. Was wollt ihr? Wir fragen uns nur, was wohl diese Soldaten vorhin hier gewollt haben. Diesen Fremden sagst du kein Wort, klar? Verdammt. Ich spreche für dieses Dorf. Ihr habt hier nichts verloren. Verlasst Amber und kommt nie wieder. Und wieso, wenn ich fragen darf? Ich weiß nicht, wer ihr seid und was ihr wollt. Ich weiß nur, dass ihr uns alle in Gefahr bringt. Die Kaiserlichen meinen es ernst. Sie verlangen viel und sie sind grausam. Aber solange wir gehorchen und Abgaben zahlen, lassen sie uns in Ruhe. Das mag feige klingen. Aber wenn es mein Dorf vor Annabellas Zorn bewahrt, will ich mich unterwerfen. Ich schwöre, dass wir nicht enden werden wie Eastpool. Ja, das ging nicht so gut aus. Wir sind ja schon weg. Die Menschen hier leben in ständiger Angst. Und sie glauben, dass meine Mutter sie verschonen wird, wenn sie sich ihrem Willen beugen. Aus Angst geschmiedete Fesseln. Was ist los? Ach, ich... Es ist nichts. Wir wissen immer noch nicht, wen die Schwarzschilde suchen. Nun, wer es auch ist, stellt offensichtlich eine Bedrohung für das Kaiserreich dar. Doch wer außer Martha hätte sonst noch den Mut, sich Sanbrek entgegenzustellen? Neue Verbündete brauchen wir immer. Darum hoffe ich, dass wir sie zuerst finden. Vielleicht erfahren wir im nächsten Dorf etwas mehr. Vielleicht.
Na dann, schwingen wir uns auf den Chocobo. Der Schalupstein. Also ein bisschen schön verbunden. Okay. Wir sind zu einem Viadukt. Das dauert jetzt noch ein bisschen. Flieg, Ambrosia! Genau, dieser flieg! Pass führt spring. Uns durch die Berge. Und auch direkt zu wem oder was auch immer dort auf der Lauer liegt. Gesellschaft. Fallene Jäger. Okay. Wie das? Seit dem Apoditerium sind wir mehr und mehr von diesen Echos. Aha. Was denkst du, lässt sie erwachen? Aus Erlöschen der Mutterkristalle? Mutter. Sie wird nicht gefallen. Wie da wäre? Heiß ich mir mit? Ja! Praktische Fähigkeit. Ambrosia, bist du weggerannt? Bereit? Ich will den Chocobo Mambo hören! Manu! Das ist doch voll doof. Achso! Sei vorsichtig! Mann, wo? Ich vermisse einfach manche Soundtracks. Gut so. Lauf wie der Wind. Nein, nicht. Schade. Das will ich gar nicht. Wie sie ausschaut. Aua! Ey! Die Sau. Hilf mir, Großer! Komm zu mir! Halte das super. Einfach nervige Tracks dabei hören. Kommt schon. Lasst mich. Menu. Oh. Mehr Soldaten meiner Mutter. Was ist das? Nein, noch nicht. Geht's lang? Ja, fast. Dann zeigt mal. Oh, Blut, Clive. Es ist noch frisch. Euch wurde befohlen, im Dorf zu bleiben. Offensichtlich wisst ihr, wer wir sind. Und trotzdem,
Wagt ihr es, eure Waffen zu ziehen? Dann möchte ich euch danken. Ihr erspart uns nämlich eure langwierige Befragung und Folter. Auf unsere Klingen schwören wir, zur Nacht zu werden, um Schatten zu töten. Auf dass die Sonne neu erstrahlt. Wie kannst du es wagen? Ich werde euch zeigen, was ein echter Schild ist. Hier ist ein Heiler, hier ist ein Heiler. Du Sauigel! Was ist denn? Bastarder! So. Noch schöner hier, wenn die sich ereilen. Jetzt sagst du mir, was ich wissen will. Nach wem sucht ihr? Nach euch. Wir bringen eine Nachricht. Wir haben eure Freunde, die Träger, die ihr aus unseren Lagern befreit habt. Sie sind alle in Ulthil. Hüter der Flamme. Ulthil ist das Dorf da vorn. Dann los. Aha. Das war jetzt keine besonders geschickte Falle, muss ich sagen, oder? Doch immer. Wir werden es rausfinden. Mutters Werk. Warum? Warum sollte man... Weiß ich nicht. Ich habe sie nie verstanden. Aber das... Oh, Clive. Diesem Wahnsinn setze ich ein Ende. Ein für alle Mal.
Wir sollten gehen. Ja. Naja, Moral brechen, ne? Können Sie nicht so zurücklassen. Werden wir nicht. Aber wenn die Schwarzschilde bis hier vorgedrungen sind, sind sie vielleicht schon in Port Isolde. Moral brechen, wenn man den Leuten zeigt, immer wenn ihr irgendwie was macht, dann töten wir ganz viele Menschen, dann, ja, ne, schwierig. Genau, wo müssen wir jetzt hin? Ah, hier hinten. Okay, wir sind auf der, in die richtige Richtung unterwegs, auf dem richtigen Weg. Hier ist wahrscheinlich nicht mehr viel zu holen. War da was? Hier? Nee? Außer Leichen? Na ja, gut. Hey. Na herrlich. Toll. Das vor uns ist die Buettbrücke. Doch nach Rosalith wird man uns sicher nicht durchlassen. Schauen wir. Wirklich, Mama. Ich habe Schreie gehört. Da muss was passiert sein. Psch, nichts hast du gehört. Verstanden? Nee, gar nichts, Kind. Gar nichts. Alles Rosaria. Wieso lässt man sie nicht ein? Ui. Im Süden könnt ihr genauso wenig auf Beistand hoffen. Das sieht so aus wie hier. Die Kaiserin hat beschlossen, uns aus der eigenen Heimat zu vertreiben. Na toll. Mit dem Chocobo nicht durch? Ah, jetzt doch. Gut so. Auf geht's. Dich jagen wir jetzt mal nicht. Diese Siedlung. Ist das das Lazarusviertel? Ja, es wird verlassen. Meine Mutter muss die Adligen hier vertrieben haben. Hoffentlich hat sie meinen Onkel verschont. Was klappert da? Wer klappert? Du klapperst? Na, warte. Der hat noch nicht. Da rein? Nee, sieht nicht so aus. Da ist das Haupttor. Aber wir sind wohl nicht die Einzigen, die rein wollen. Okay, neuer Teleport. Lasst uns durch! Meine Kinder verhungern! Habt Gnade! Das sind die Hunde dieser Verräterin! Wir bleiben, bis ihr uns reinlasst! Lasst uns rein, oder wollt ihr, dass wir hier sterben? Besser draußen als drinnen! Verpisst euch! Denkt, die fetten Schnösel, die Kristalle gehören uns allen! Verfluchte Hurensohn! Ich werde aus euch Gesindel richten und reinschlafen! Wollt ihr, dass ich euch abschlachte? Versuch's doch! Da werden wir nicht unbemerkt durchkommen. Es muss einen anderen Weg geben. Ich hatte gehofft, die Wachen überreden zu können. Zur Not mit ein paar Gill.
Da scheinst du nicht der Einzige gewesen zu sein. Gibt es noch ein Tor? Offiziell nicht. Inoffiziell schon. Mein Onkel hat mir mal von Tunneln unter der Stadt erzählt, durch die sich Adlige im Notfall hinausretten konnten. Nach Lazarus. Vielleicht kommen wir von dort in die Stadt. Versuchen wir es. Der Ort wirkte wie ausgestorben. Ob es sicher ist? Solange wir die Einzigen sind, schon. Naja. Ob das der Fall ist, wird sich zeigen. Wenigstens haben wir hier noch keinen einzigen Schwarzschild getroffen. Wir sollten trotzdem auf der Hut bleiben. Gucken. So, da kamen wir nicht rein. Aber hier hin. Steigen wir einfach über den Zaun? Oder? Ach nee, da ist ein Führer. Na dann, jetzt können wir es öffnen. Das hätten wir vorher nicht öffnen können, oder wie? So habe ich es nicht in Erinnerung. Wie schnell eine Perle ihren Glanz verliert. Einmal umschauen. Ist alles zu. Doch nicht verlassen. Hm? Ach. Hey, Besuch! Halt, nein, stopp, nein. Oh. Verzeihung. Ach, Mensch. Wir wollten nicht stören. Na toll. Dann so. So viel zu Zitz abkürzen. Heiler hier ausschalten. War der andere? So einfach geht das. Schon ein bisschen OP, oder? Ich kenne nur einen einzigen Mann, der so kämpft. Und der ist schon lange tot. Dann wirst du ihn schon bald wiedersehen. Der Segen des Phönix. Das kann nicht sein. Ihr seid doch an jenem Tag. Vergebt mir, Milord. Ich habe euch nicht erkannt. Ihr habt nichts zu befürchten. Begründer, ihr seid es wirklich. Ja. Sir Wade. Kommt mit hinein. Und diejenigen, die sich geweigert haben? Wir sind geflohen, damit man kein Exempel an uns statuiert. Allerdings nicht weit. Kurz darauf haben wir uns zu den Hütern der Flamme zusammengeschlossen. Allerdings hat eine Handvoll alternder Schilde der Macht eines Kaiserreichs leider nicht viel entgegenzusetzen. Doch ihren Aufenthalt hier haben wir so unangenehm wie möglich gemacht.
In letzter Zeit sind wir aber mehr damit beschäftigt, die letzten verbleibenden Träger vor den Klauen der Kaiserlichen zu schützen. Die Säuberungen. Wir haben eine in Altail gesehen. Ja, die Schandtaten der Schwarzschilde und ihrer Herren. Ihr meint meine Mutter. Aber ich verstehe es nicht. Auch wenn ich ihre Ansichten kenne. Es ist kein Geheimnis, dass sie Träger hasst, aber ihren Nutzen müsste sie doch zumindest sehen. Nicht zu ungut, Milord. Aber ich fürchte, ihr gesellschaftlicher Nutzen ist das Letzte, was Annabella interessiert. Selbst ihre Heimat kümmert sie nicht. Das hat sich mit dem Blutbad in Eastpool gezeigt. Und seit sie dem Kaiser einen neuen Erben geschenkt hat, scheint sie nur noch mehr von Trägern besessen zu sein. Der Grund dafür, vermute ich, ist, dass sie jeden aus der Welt schaffen will, der die Macht ihres Sohnes herausfordern könnte. Ihr Sohn. Sir Wade, die Schwarzschilder rücken aus. Sie marschieren gesammelt zur Bewitt-Brücke. Dann tun wir das auch. Bereit machen. Das ist ihr Haupttrupp. Wenn wir diesen bezwingen, können wir vielleicht verhindern, dass sich die Tragödie von Oldhill wiederholt. Wenn ich nichts tue, klebt das Blut der nächsten Opfer an meinen Händen. Euren und unseren. Was diese Männer, die es wagen, sich Schwarzschilde zu nennen, im Namen meiner Mutter angerichtet haben, das darf nicht weitergehen. Wir müssen diesen Wahnsinn beenden. Zusammen. Lasst uns mit euch gehen. Für die Zukunft Rosarias. Ich habe gehofft, dass ihr das sagt. Sehr gut. Wenn das euer Wunsch ist, wäre es mir eine Ehre, an eurer Seite zu kämpfen. Ganz unsererseits. Sir Wade, tun wir unsere Pflicht. Mit Freuden, Milord. Ich fürchte, die Schwarzschilde werden uns einiges abverlangen. Dann sollten wir uns so gut es geht vorbereiten. Vorbereiten ist gut. Inwiefern? Zum Beispiel. Gucken wir mal. Können wir denn wieder zurückteleportieren und vielleicht im Versteck? Ja, können wir. Uns nochmal aufrüsten. Sollten wir mal gucken. Wir reisen jetzt extra nochmal schnell bis zum Versteck, weil die Schwarzschilde, die lassen sich ja Zeit mit ihrer Reise. Das ist kein Ding. Wir können ja jetzt nochmal hin und wieder zurück und ja, ein neuer Brief ist eingetroffen. Ach so? Mich interessiert eher nichts Neues beim Schmied. Aber vielleicht können wir ja trotzdem was schmieden. Vielleicht, weil wir mehr Items haben oder so. Meinst du, den können wir streichen? Ich weiß nicht. Wie kann ich helfen? Ach Gott. Was willst du? So, die können wir alle nicht machen. Können wir irgendwas verstärken? Nee, sieht schlecht aus. Das war jetzt so ein bisschen meine Hoffnung. Gut. Aber nö, dann gehen wir mal noch mal schnell in unser Zimmer. Hä? Kein Zutritt, auch nicht für dich. Okay, dann halt nicht. Alles klar. So, mein Zimmer ist jetzt da. Okay. Wir haben jetzt ein neues Item gekriegt. Ja klar, die Äpfel. Äpfel. Nutellas Äpfel. So, nee, aber ein Brief.
Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Von Otto. Einer der Jungs hat heute Morgen einen Korb mit Martells Äpfeln vom Garten raufgebracht. Honigsüß und erfrischend wie der Morgenwind waren die. Ich habe mir gesagt, ist besser nur den einen, aber wenn sonst keiner auf den ollen Otto hört, warum sollte ich es dann selbst tun? Sag Nigel und den anderen, dass ihnen da wirklich was Großartiges gelungen ist. Ja, ich erinnere mich noch gut daran, dass damals niemand außer Sid unsere Äpfel auch nur angerührt hat, weil sie so schrecklich sauer waren. Aber ihm ging es sowieso nie um den Geschmack, sondern um das, wofür sie standen, unsere Fähigkeit aus eigener Kraft zu überleben. Und sich nur wie weit wir gekommen sind. Sid wäre stolz auf uns. Oh. Gut, dann wieder zurück. Die Solde. Und dann stellen wir uns den Schwarzschilden entgegen. Aber erst beim nächsten Mal. Ich hoffe, ihr seid dann wieder dabei. Und wir sehen uns. Ciao, ciao, meine Lieben. Bis dann.